Ich will jedenfalls zu Hause der Politik und allen, denen ich davon erzählen, sagen können, ich habe es selber gesehen. Und wer mir sagt, dass das nicht stimmt, dem kann ich sagen, doch, ich war da. Ich habe das selber gesehen und ihr müsst mir nicht sagen, dass es das nicht gibt, sondern ich weiß, dass es das gibt. Uşter, so heißt diese Stadt und so heißt das Grenzgebiet Algerien-Marokko. Über diese Grenze kommen Menschen aus Afrika südlich der Sahara nach Marokko. Schwarzafrikanische Flüchtlinge, im Kopf der Traum Europa. Aber Uşter, das ist ein Albtraum. Freitagmorgen sind wir an die Grenze nach Algerien gebracht worden. Dafür bin ich einen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Ein Schlepper, einer, der die ganze Gegend organisiert, hat uns auf geheimen Wegen an den Polizeistationen vorbei in die Gegend, direkt an die algerische Grenze gebracht, wo die Flüchtlinge nachts ausgesetzt werden. Und er hat uns erzählt, was den Flüchtlingen da widerfährt. Dass ihnen alles abgenommen wird, die Schuhe, die Kleidung, dass sie dort ausgesetzt werden, ohne Essen, ohne Trinken. Wer dort in der Gegend ausgesetzt wird und schwere Verletzungen hat, hat keine Chance zurückzukommen nach Uşter und muss dort sterben. Auch sie ist über Uşter nach Marokko gekommen, lebt inzwischen in der Hauptstadt Rabat. Edith heißt sie, stammt aus Kamerun, ist 23. Weil sie ohne Papiere lebt, muss sich ihre Identität schützen, filme sie deshalb nur von hinten. Auch Edith träumt von Europa, genauer gesagt von Schweden. Und dort würde sie dann gern Medizin studieren. Das hört sich fast kapriziös an, hier in ihrem prekären Alltag in Marokko. Ihr Sohn ist noch ein Säugling. Als sie schwanger war, erzählt sie, wurde sie mit Steinen beworfen und als Sklavin beschimpft. Einfach, weil ihre Haut schwarz ist. Auch ihn zeige ich nicht, damit auch er nicht identifizierbar ist. Auch er ist aus Kamerun. Heul nicht dauernd, haben sie ihn während der Flucht angemotzt. Hat nicht geklappt. Und auch jetzt findet er keine Ruhe. Schon zweimal ist er nach Uşter zurückgebracht worden. Behörden holen Migranten nachts aus den Betten, karren sie busweise zurück. Im Moment vor allem die Männer, erzählt er. 1000 Kilometer quer durchs Land. Wer Marokko erreicht hat, ist keineswegs im Transit zum Trauen. Samuel Amedro ist evangelischer Theologe. Er weiß, Europa ist ihr Traum von Erfolg. Sie müssen den Erfolg auch für den Rest der Familie bringen. Und so wächst sie nun plötzlich, diese klitzekleine evangelische Kirche in Marokko. Die Migranten sind da, sagt Amedro. Sie sind nun ein großer Teil unserer Kirche. Deshalb kümmern wir uns um sie. Das ist keine strategische Entscheidung, sondern wir stellen uns einfach der Realität. Geholfen wird 60 bis 70 Migranten pro Woche, nicht mehr, wegen der begrenzten finanziellen Mittel. Würde die Tür ganz geöffnet, so sagt Amedro, kämen Woche für Woche 150, 200 Migranten in jeder Stadt, in Casablanca, in Rabat, in Uşter, in Fes, in Marrakesch. Und, sagt Amedro, es werden immer mehr. Edith sagt, das Leben hier ist schrecklich. Aber zurückgehen nach Kamerun? Nein, sagt sie, gerade mit Kind habe ich dort keine Chance. Bei aller Klage, hier in Marokko geht gerade was für sie. Über die Kirche und ihre Partnerschaftsarbeit hat Edith ein Mikroprojekt gegründet, ein Mini-Restaurant. Sie hat einen kleinen Zuschuss bekommen für Töpfe, Teller, Lebensmitteleinkäufe. Und so hofft sie, sich eine kleine Existenz aufzubauen. Klar, sie ist auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen, Werbung verbietet sich für jemanden ohne offizielle Papiere. Und so kommt die Kundschaft aus dem Kreis der Migranten, wiederum Leute ohne Geld. Aber Edith setzt auf das Prinzip Hoffnung gewürzt mit Pragmatismus. Sie sagt, ich habe das Baby, ich will Geld verdienen. Vor allem dank dem Kirchenkreis Jülich gibt es mittlerweile zahlreiche Projekte, die den Migranten Zukunft geben. Studenten erhalten Stipendien, andere Migranten gehen in Berufsqualifizierungen, um in Arbeit zu kommen, zum Beispiel als Friseurin. Und drei junge Männer machen ein Praktikum bei Bäckern und Konditoren. Elfenbeinküste, Senegal, Kongo sind ihre Heimatländer. Es ist schwer, hier in Marokko zu leben, sagt einer. Durch das Praktikum lerne er nun etwas. Das findet er gut und hofft, dass er daraus etwas machen kann. Ich mag diese Arbeit, sagt ein anderer.
Auch er setzt darauf, dass ihm das Praktikum weiterhelfen wird. Je finis ce travail, j'aurai un papier qui va m'aider plus tard dans la vie. Votre aide nous aide. Die Hilfe kommt gut an, aber sie ist begrenzt, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wie es in Jülich heißt. Die Politik muss sich ändern. Das sagt auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Sie prangert die prekären Lebensbedingungen an. Auch die kriminelle und die institutionelle Gewalt gegen Migranten. Blockiert vor den Toren Europas, so heißt der Bericht dazu. Die Gewalt der Ordnungskräfte muss aufhören, Menschenrechte müssen gelten. So lauten die Forderungen. Immerhin, das möchte der Staat nicht auf sich sitzen lassen, widerspricht. Nicht nur deshalb diagnostiziert Camille Denis von der Menschenrechtsorganisation GADEM eine doppelte Entwicklung. Einerseits, sagt sie, hat sich die Lage der Migranten verschlechtert. Sie erleiden noch mehr Gewalt. Der Rassismus nimmt zu. Doch international möchte Marokko gut dastehen. Fährt eine Politik der hübschen Vitrine. Une belle vitrine. Was wir nie aufgeben dürfen, ist den Glauben daran, dass Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzen wird. Das brauchen die Menschen, dass sie wissen, dass wir daran glauben, dass sich ihre Situation eines Tages ändern wird. Und dass, wenn wir selber vielleicht nicht mehr erleben werden, wir zumindest davon weitersagen, dass es diesen Traum gibt und dass Gottes Gerechtigkeit am Ende stärker sein wird als alles, was ihnen zurzeit dort widerfährt.